Jo Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute auf Mero. Weiter geht's mit dem Album Seele, Kopffix, heißt der Song. Bin ich drauf gespannt, Leute. Ich habe gar keine Ahnung, in was für eine Richtung geht. Wir haben auf das Snippet reagiert. Ich weiß, aber ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Song sich wie angehört hat. Ist besser, so können wir easy rein in die Reaction. Ich bin drauf gespannt, Leute. Was ist euer Favoriten-Song? Ballert's mal rein. Und auf was sollen wir als nächstes reagieren? Von Deutschrap, von das und das. Immer gerne reinschreiben, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Kurz noch zur Verlosung, Leute. Ich verlose das Album von Mero. Einer von euch, eine von euch kann das Album gewinnen. Was ihr dafür nur tun müsst, ist YouTube abonnieren, Instagram folgen und ein, zwei Personen auf Instagram markieren. Das war's. Mehr müsst ihr nicht tun. YouTube und Insta folgen und markieren. Mehr nicht. Nicht 30.000 Seiten folgen, nicht 50.000 Leute markieren, damit ihr da Bescheid wisst. Instagram, da habe ich immer in der Infobox. So, das auf jeden Fall dazu. Let's go. Achso, ich werde das so machen, Leute. Ich werde das per PayPal bezahlen, das Album, und werde euch das dann so rüberschicken lassen. So geht das alles viel, viel schneller dann. Achso, ja, stimmt, ne? Wir haben gar nicht Infobox geguckt. Zack, zack, zack. Belief, Kopffix, Mero, Marcel, Melvin, Ennis, Meral, Jude, Young Mesh. Okay, das sind halt deren echten Namen. Ist ein bisschen komisch, ne? Man kennt ja nur die Künstlernamen. Okay. Judy und Young Mesh haben hier produziert. Die haben, glaube ich, am meisten vom Album hier produziert. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass diese Combo einfach nur sehr, sehr stark ist. Gefällt mir wirklich gut. Kopffix. Let's go. Interessanter Titel, ne? Okay. Gehen wir nochmal so ein Stück zurück. So. So, ich muss bis jetzt sagen, hat mir auf Wiedersehen hat mir sehr gut gefallen. Der Song Hoya mit Soul King fand ich sehr, sehr stark. Ghetto hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich sag mal so, die drei haben mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Rappen den Adern, Peace aus Gitama, Istanbul, Berlin, wart auf das Karma. An schweren Tagen, mit leerem Magen, haben nichts verdient, heute am Stapel. Ah, das ist hier, hier, hier. Das war auf Instagram. Mesh macht die 808, ne? Junge, egal was Mero für eine Hörprobe gepostet hat, ihr habt einfach mich so bombardiert in den Insta-Nachrichten, ey, reagier mal darauf. Und dann war das irgendwie nur 5 Sekunden oder so. Keine Ahnung, was mit euch los war, Alter. Aber dafür liebe ich euch, Alter, weil ihr so verrückt seid wie ich. Mesh macht die 808, ich fick den ganzen Fame. Nichts für die Ewigkeit, auch nicht das Geld im Safe. Sitz heute im Cockpit. Boah, auch eine sehr, sehr starke Line, ne? Und wenn ich gar nichts hab, bitte ich, dass Gott gibt. Wenn ich alles verliere, dann bitte ich zu Gott, dass er mir gibt. Weil Leute, so ist das. Wenn du etwas wirklich willst, musst du dafür richtig krass arbeiten. Musst du dafür arbeiten. Ich sag mal so, alleine nur beten und zu hoffen, geht auch nicht. Weil man muss auch was dafür tun. Man muss auch dafür tun. Klar, man betet auch, aber man muss auch was dafür tun, damit Gott dir gibt. Damit Gott, also Gott muss, ich will es nicht zu lang halten, aber man muss was dafür tun. So. Ein ganzes Jahr vergeht, weiß nicht mehr wohin mit mir. So viele kam und gehen, Trap hat mich invasiert. Ich kam von Maronin, zu Cuban Gold Game, als auf der Rowley. 3, 4, 5K sind nix, geh auf, als kill em all. 2 Millionen Leute in dem Ohr, was ich doch krass war von dem Jahr. Boah, Junge, was ist das für ein Wechsel? So ganz easy Stimme auf einmal. 3, 4, 5, 6, 7 sind nichts. Okay. Okay, Bruder, okay, Digga, er kommt auf jeden Fall komplett auf aggressive Schiene rein. Let's go, Alter, let's go. Kommt mir schon heute billig vor, glaub mir, ich scheiß drauf. Ob ich älter habe, bleib top 5, so wie Neymar's Gage, bist du mein Alter. Doch du sammelst gerade, was die Hit nennt, bei mir sammeln Ware. Rappen den Adern, Peace aus. Komm auf einmal direkt wieder ruhig. Bleib top 5, so wie Neymar's Gage. Alles klar, Digga, okay. Ey, ich muss sagen, Mero's Lieder, sag ich euch ehrlich, ich weiß nicht warum, aber die motivieren mich. Auch als ich hier Schule alles fertig gemacht habe, hat mich in der Zeit Mero's Lieder haben mich motiviert. Wenn ich Sport mache, wenn ich irgendwas mache, egal was, wofür ich Motivation brauche, seine Lieder motivieren mich. Gitama, Istanbul, Berlin, wart auf das Karma. An schweren Tagen, mit leerem Magen, haben nichts verdient, heute am Stapel. Mesh macht die 808, ich fick den ganzen Fame. Boah, ich hab mir jetzt schon einfach Text gemerkt. Wenn ich mir beim ersten Mal in einer Reaction den Text merke, Leute, müsst ihr wissen, gefällt es mir einfach, Mann. Dann gefällt es mir.
Ich habe die Facecam ein bisschen größer gemacht, weil wir eh nur ein Cover drauf haben. Ich hoffe, so ist besser dann für euch. Aber keine Sorge, bei Musikvideos mache ich die dann wieder kleiner. So. Nichts für die Ewigkeit, auch nicht das Geld im Safe. Sitz heute im Cockpit, trotzdem noch Cockpit. Und wenn ich gar nicht zahl, will ich das ich Gott das Gott geben. Star bin ich geworden, nur mit einem Pay. Okay, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Er kommt jetzt in Part 2 rein. So ist es, Digga. So, ich mag die Line, wenn ich nichts hab, dann bitte ich, dass Gott gibt. Das ist eine sehr, sehr, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Line, Digga. Weil Gott sagt auch, tu was dafür, damit ich dir das geben, damit ich dir das auch geben kann. Das wollte ich damit vorhin sagen, wisst ihr? So ist das. Okay, Part Nummer 2 kommt auf jeden Fall jetzt rein. Geworden nur mit einem Pay. Klar, dann kam ein Hater mit auf meinem Weg. Sah viele Schlangen, wo mir die Worte fehlen. Hab mich vor zu gehen. Fick, fick auf dein Schachplatz, du Bastard. Dein Hype ist grad bei mir Standard. Fick, fick, dein Hype ist gerade bei mir Standard. Und gerade hier, 3, 4, 5 sind nichts für mich. Wie geil er einfach ruhig in den Part-Einstieg kommt, aber dann mitten im Part einfach mal abgeht. So ein kompletter Part-Switch, Alter. Okay? Auch wenn er hier sagt, ne, dieses viele Hater, die mir dann doch nicht gegönnt haben. Das sagt er jetzt oft, ist mir aufgefallen in dem Album. Also er muss auf jeden Fall Brüder gehabt haben. Sagt Brüder, das sind keine Brüder. Aber Jungs, die an seiner Seite waren. Aber dann auf einmal, wo er oben ist, wo dann der Neid rauskam, wisst ihr? Das sind halt die schlimmsten Leute, Digga, die mit denen du Seite an Seite warst, aber die dir nichts gönnen. Dein Hype ist grad bei mir Standard, Konto voll bis 8 Mio kommt kein K. Care-Cap ist nach Casablanca, treffe mich mit Bushu und Genghis. Liebe 2 bis nach Frangis, roter Teppich auf Jogger, bin international, doch kann kein Wort Englisch. Bin international, doch kann kein Wort Englisch, Ehre. Roter Teppich im Jogger. Auch stabil, Digga, auch stabil, ey. Schöne Lines, sehr, sehr schöne Lines hier, Digga. Hat mir gefallen, der Song. Hat mir gefallen. Let's go. Rap in den Adern, Peace aus Gitama, Istanbul, Berlin, wart auf das Karma. An schweren Tagen, mit leeren Magen, haben nichts verdient, heute am Stapel. Das Ding ist, es ist für mich kein Favoritensong. Aber es ist für mich auch kein schlechter Song, so kann man sich sehr, sehr gut geben, Digga. Ich stelle mir halt immer die Songs so im Auto vor. Würde ich diesen Song auf voller Lautstärke im Auto pumpen und bei dem sage ich ja. Und wenn da ein Ja rauskommt oder wenn da ein Ja rauskommt, dann ist es ein geiler Song. Wenn da so ein Vielleicht rauskommt, ist der Song so normal. Ich mach die 808, ich fick den ganzen Fame. Nichts für die Ewigkeit, auf mich das Geld im Safe. Sitz heute im Cockpit, trotzdem noch Cockpit. Sitz heute im Cockpit. Trotzdem noch Kopffix, ne, weil heute ist der steuert, weißt du? Er steuert heute. Ist einfach Fakt, Digga, ist einfach Fakt. Weil er hat das mit Deutschrap geschafft in so einer kurzen Zeit, was keiner geschafft hat. So vom Erfolg, vom Cash, von Klicks, von das und das. Das hat keiner geschafft, Leute. Es hat einfach keiner geschafft, sind wir ehrlich. Wenn ich gar nicht zahle, bitte ich, dass Gott gibt. Auch sehr schöner Beat, vor allem ich bin ja so Gitarren-Fan, Leute. Das war's auf jeden Fall mit der Reaction auf Kopffix zu Mero, zu dem Album Seele. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert den Kanal, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, haut rein und ciao.